Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute kommt der gewünschte Slowakei-Vlog. Spaß. Okay, Spaß beiseite. Heute kommt ein Slowakei-Vlog, da sich das so viele gewünscht haben. Und ja, deswegen dachte ich mir, versuche ich das. Ich versuche schon zum zweiten Mal einen Vlog zu drehen hier. Egal. Ich hoffe, ich kriege das diesmal hin. Genau. Auf jeden Fall, heute ist mein letzter Tag bei meiner Oma. Wir fahren heute nach Bratislava und dann habe ich morgen ein Shopping Day. Zumindest auch heute, weil heute ist Sonntag und bei uns in Slowakei sind die Läden auch sonntags offen. Deswegen, ich kann auch schon heute shoppen gehen. Ich will mir auf jeden Fall meine Haare schneiden. Vielleicht auch färben, aber gucken. Ich muss noch gucken. Deswegen, ja. Die Nägel mache ich mir nicht. Ich lasse mir nämlich meine natürlichen Nägel und ich will die halt nicht kaputt machen. Deswegen, ja, mit dem Ohrloch gucken wir noch, ob wir das hier machen, ob wir irgendein Juwelier finden. Und ja, genau. Aber zuallererst muss ich das in Ordnung kriegen und ich muss hier allgemein aufräumen. Und Leute, fragt nicht, meine Haare sind so ekelhaft fertig. Ich habe jetzt einfach mit so einer Klammer zusammen gemacht und die bleiben jetzt so. Okay, die bleiben jetzt so. Ist mir egal, wie es aussieht. Deswegen, ja. Okay, Leute, wir legen los mit dem Koffer. Ja, ich muss jetzt nämlich meinen Koffer. Ich hoffe, das hält. Ups, hält. Okay, ich räume jetzt meinen Koffer auf, beziehungsweise muss ich jetzt alles wieder reinpacken. Wir starten einfach mal mit Kosmetik. Leute, wirklich, ich liebe diese Kosmetiktasche. Hier passt so vieles rein. Ich liebe die. Okay, da ist eigentlich alles drin. Das habe ich wirklich eigentlich nie rausgeholt. Ich habe das ja immer wieder reingemacht, deswegen einfach nur zumachen. Ja, aber ich muss alles aus dem Koffer rausmachen, damit ich das hier hinstelle. Das haltet euch, oh mein Gott. Ich liebe die Saugnäpfe über alles. Okay, nein. Hey, wartet. Obwohl, das ist ein bisschen zu niedrig. Seite alles komplett raus und dann sortiere ich alles komplett neu rein. Jetzt sieht es so aus und jetzt sortiere ich das rein und das mache ich mit dem Wasser, oder? Ja, das passt. Okay. Meine Kosmetiktasche ist nämlich so viel eckig, deswegen kommt die hier so hin. Neben der Kosmetiktasche kommt diese Tasche. Dann muss ich noch meinen Schlafanzug rein. Der ist auf dem Klamottenhaufen da. Wartet. Da muss ich die Arbeit, da gehört, da tue ich meinen Schlafanzug rein. Weil da ist halt noch mehr Platz und das passt. Das passt so. Das kommt auf jeden Fall so nebeneinander. Dann habe ich einfach so eine Kosmetiktasche. Die habe ich von meiner Oma bekommen. Was ist das? Lauter Haare. Ich raste aus. Und daneben die Kosmetiktasche. Oh, warte, ich muss die Bürste andersrum machen. Und vor allem meine Ding. Ich habe so eine Ohren. Als nächstes kommt die Kosmetiktasche. Aber warte, bevor ich hier reingucke. Das muss natürlich sein. Oh Leute, ich packe gerade alles ein, obwohl ich mich noch später fertig machen muss. Egal, mache ich dann. Packe ich halt nochmal alles auf. Ich habe auch so ein Schmuckkästchen von meiner Oma bekommen. Da ist ein ganzes Schmuck drin. Ja, vielleicht unblockiert nur. Ja, hat sich verknüpft. Oh Gott. Oh Gott, Leute, das ist so scheiße. Ah ja, ich wollte mir hier in Slowakei auch noch eine Kette machen. Oh Mann, das sind auch noch meine Eltern. Okay, Leute, wir
lassen das jetzt. Das ist jetzt einfach mal verknotet. Und da kommt dann noch die Stricke rein. Die Seite ist auf jeden Fall jetzt ready. Warte, ich mache es kurz zu und dann beginnen wir mit der anderen Seite. Leute, wir beginnen jetzt mit der Seite. Dies ist sehr chaotisch, weil ich immer alles draufgeworfen habe. Und ja, da ist auf jeden Fall auch frische Wäsche, glaube ich, drauf. Oh scheiße, das muss ich da auch noch reinsetzen. Und ich war ja im Camp und wir haben so ein T-Shirt bekommen. Das ist richtig, richtig schön. Und ich war als letztes Mal, ich weiß es nicht, aber ich war das letzte Mal als Kind dort. Nächstes Jahr bin ich einfach Animatorin. Ich kann es nicht glauben, ich bin einfach zu alt für ein Camp. Und ich weiß nicht warum, aber ich liebe Camp. Und auch wenn es ein anderer als sonst war, war das richtig geil. Die Leute waren da so lieb und boah, auch wenn es ein anderer war, ich würde dann wieder hingehen. Okay. Ich muss jetzt erstmal diese Wäsche, die ich bekommen, die mir meine Oma gewaschen hat. Oh, toll, kann ich wieder die Seite aufmachen. Egal, wir machen jetzt erstmal die T-Shirts hier rein. Mein Outfit für heute ist auf jeden Fall die Hose und das T-Shirt. Das bleibt. Das heißt, ich kann die T-Shirts hier rein tun. Okay, das mache ich jetzt schnell. Ich muss sie kurz abbrechen. Ich nehme überall meine Haare, ich raste. Okay, das ist jetzt fertig. Hier sind meine Schuhe drin. Das ist noch mein Geld drin hier. Und ich suche es wieder wie eine Blöde. Und dann meine rosa Handtuch so drauf. Genau, so sieht die Seite dann aus. Ich muss halt jetzt nochmal die andere Seite öffnen, weil ich da was reinmachen muss. Das war jetzt ganz schnell. Leute, ich habe ein kleines Problem. Ich habe so einen rosanen Pulli mir in der Slowakei hier gekauft. Und ich weiß jetzt nicht, wo ich den hin tun soll. Also ich versuche den in den Koffer reinzumachen. Aber wenn nicht, dann habe ich ein kleines Problem. Okay, was wir tun? Einfach mal dort, wo halt mein Handtuch ist. Also, so sieht das aus. Und wenn ich das dann halt nicht zukriege, dann trage ich den Pulli einfach an der Tür in irgendeine Tasche. Genau. Ich mache den Koffer aber nicht zu, weil ich werde noch ein paar Sachen benutzen, aber auf dem Boot. Ich ziehe den Pulli zum Glück. Soll ich es mal probieren? Ich will den Koffer halt nicht reißen. Ich glaube, ich tue den Pulli in eine extra Tasche. Egal. Aber der Koffer bleibt jetzt noch offen. Joa, so ist eigentlich mein Zimmer aufgeräumt. Ich gehe jetzt kurz raus und dann mache ich mich mit euch über die. Warte, ich bin jetzt draußen und das ist unser geliebter Hund. Es ist brutal warm, deswegen hasst er es, in der Sonne zu sitzen. Und ja, genau. Ich liege gerade im Bett. Es ist halt erst 14 Uhr und wir fahren erst so gegen, ich glaube, 16 los. Deswegen habe ich noch 2 Stunden Zeit. Ich mache mich auf jeden Fall später fertig. Deswegen, ich gucke jetzt. Das ist Cobra Kai auf meinem Handy. Von meinem iPad ist im Auto und ich habe keinen Bock, mein iPad zu holen. Typisch Theresa. Egal. Ja, genau deswegen. Ja, sehen wir uns, wenn ich mich fertig machen werde. Genau, deswegen bis später. 3000 Jahre später. So, Leute, es ist jetzt 16:30 und deswegen mache ich mich jetzt mit euch fertig.
ready und ja, ich mache jetzt gleich den Koffer zu. Ich bin gerade im Shopping Center. Ich habe mir einfach ein Pandora-Armband gekauft und ich gehe jetzt zu Donau. Und ja, ob ich den Weg dahin finde, ist die Frage. Ich hoffe, aber ich krieg das hin. Ich habe meine Haare ja geschnitten. Ich habe es eingeblendet. Oh, warte, ich muss hier runter. Leute, ich suche gerade den Ausgang von hier. Dieses Shopping Center ist so groß. Ich bin gerade im Nivi, heißt das Shopping Center hier, glaube ich. Und ja, das wird lustig, zur Donau zu gehen. Ich sag's euch, ich kann dieser Stadt nicht widerstehen. Diese Stadt ist einfach zu schön. Ticket gekauft und jetzt warte ich auf den Bus. 3000 Jahre später. Im Bus und bin eingestiegen. Und ja, Leute, ich bin zu früh ausgestiegen und ich muss jetzt den Rest laufen. Egal, Leben geht weiter. Und ja, genau. Deswegen, ich laufe jetzt den Rest. Und ja, ich habe auch ein paar TikToks gedreht. Aber ich habe hier, Leute, sieht man das, einen blöden Fleck. Und der triggert mich so dolle. Deswegen, ja, egal, Leben geht weiter. Ich hab's gefunden. Okay, Leute, wartet. Kann ich gerade mal rumdrehen? Da ist das Shopping Center und dahinter ist die Donau. Und da laufen wir jetzt hin für Bilder. Die Donau gefunden und jetzt werden erstmal richtig groß Bilder gemacht. Ich sitze jetzt hier auf dem Boden, also auf der Wiese eigentlich. Oh Gott, meine Haare sind von den ganzen TikTok-Sachen und so. Kacke. Egal. Leute. Ich muss eigentlich schon nach Hause, weil es ist schon recht spät. Aber ich habe keine Lust aufzustehen. Wer kennt es? Oh, da hat sich gerade jemand ausgedacht. Egal. Auf jeden Fall, ich muss jetzt auf jeden Fall gehen, weil es wird schon dunkel. Aber ich habe keine Lust. Lasst mir, Leute. Okay, nein, ich muss gehen. Oh, ich mache noch in den Sand ein Herz und dann gehe ich. Ich gehe. Oh, da war so ein Gang. Da zieht mich immer wieder zurück. Egal. Aber ich komme hier morgen auf jeden Fall nochmal. Und dann mache ich hier noch mehr Bilder. Aber jetzt muss ich erstmal zum Hotel. So, Leute. Der Weg ist mir ein bisschen zu kompliziert. Deswegen habe ich gerade meinen Vater angerufen. Und der holt mich jetzt ab. Aber es wird halt ein bisschen dauern. Weil ich bin gefühlt auf der anderen Seite vom Hotel. Theresa, warum hast du das gemacht? Egal, ich wollte schön Donau, okay? Und ich habe auch coole Bilder gemacht, deswegen ist es passt. Aber ich muss jetzt einfach mal zurück zum Shopping Center, weil ich will hier draußen nicht allein sein. Ich will unter Menschen sein, ich glaube, ihr versteht warum. Deswegen renne ich gerade, also ich renne, aber ich laufe gerade zurück zum Shopping Center. Und vielleicht kaufe ich mir irgendwas zu trinken, weil ich habe richtig Durst. Weil es wird dauern. Egal, wenigstens muss ich nicht dann allein fahren. Und Leute, ich habe mir meine Haare geschnitten. Und ich heul gerade, weil es ein bisschen zu kurz ist. Egal, sie wachsen. Ich habe nur Durst, ich brauche nur was zu trinken. Ja. Leute, normalerweise nehme ich Eistee. Aber ich finde in der Slowakei deswegen leer. Ja, das ist mein Lieblingsgetränk in der Slowakei. Aber sonst hätte ich da was genommen. Fette Blase an meinem Fuß. Die tut dezent weh. Ich setze mich jetzt hier hin. Und warte auf meinen Vater. Ja, und trinkt mein Binär. Passiert nur mir, Leute. Das passiert natürlich nur mir. Und ich bin jetzt überall nass. Egal. Ich warte gerade auf meinen Vater, damit er mich halt abholt. Und ich kann im Hotel halt nicht filmen, weil da meine Eltern sind und meine Geschwister und so. Und die sich nicht zeigen wollen. Und ja, genau deswegen verabschiede ich mich jetzt. Und wenn euch der Vlog gefallen hat, dann lasst ihr einen Daumen hoch, da drückt die Glocke und abonniert mich sehr, sehr gerne. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben.